Scheiße, ja, ist egal, mach weiter. Hallo, herzlich willkommen, wir sind wieder da mit Ark und wir machen hier in der Höhle weiter. Wir glauben, hier geht's weiter. Das heißt hier rechts absperren, Mann, Spock, meinst du? Ja, ja. Okay. Direkt vor der Nase deiner Duties. Ja, nicht so weit. Direkt hier vorne. Ja, okay. Oder an der engsten Stelle, aber ist egal. So, ne? So ja. Meinst du. Gut, okay. Gut. Oh, noch ein Polarbär. Oh, meiner ist auch aufgestiegen. Hä? Warte. Reiß die Dinger wieder ab. Wieder falsch. Moment, ich muss hier mal rum. Oh, ich steig mal eben kurz ab. Moment, Leute. Aufheben, Kopf aufheben. Ah! Irgendwas hat mich angegriffen. Hilfe, ich kann nicht sehen. Juti, hast du alles erledigt? Juti hat erledigt, ja. Ja, super, Juti, hast du prima gemacht. Ja, irgendwas hat mich angesprochen. Ich glaube, das war ein Polaris. Polarbär oder wie auch immer. Nee, die einen Viecher, die sich da eingraben. Ach, die, Purlovia, glaube ich. Oder so, ja. Ja, okay. Hauptsache, wir kommen hier wieder raus. Alles klar? Kristalle wegkloppen. Ah ja. Kloppst du weg, sonst mache ich. Ich habe schon gegengekloppt, aber da ging nichts. Aha. Versuch noch was, Wanderer. So. Reicht der schon? Nee, warte mal. Nee, noch nicht ganz. Geh mal noch weg. Pass nur auf, dass wir keiner... Ich bin jetzt vor dir und räume die Höhle frei. Ist gut, super, dann kann ich zurück, ne? Jo, das müsste reichen, so. Ui, Polarbär, Pullovia, ui. Da sind ja einige Viecher. Jo, haben wir auch einen gekriegt, aber die Richtung scheint schon mal zu stimmen. Weil hier ist ja schon dieses Gewaber wieder. Ja, aber hier kann man tatsächlich nur mit hochgelevelten Viechern rein, ne? Ist einfach so. Ist da irgendwo schon was? Der rote da, ne? Ja, das ist eine Lootbox. Ach aber so. Der Weg geht nicht weiter, ne? Du müsstest hier jetzt eine Brücke bauen. Hier nach links rum? Von dir aus gesehen, die links, ja. Okay. Passt hier auf? Ja. Gut. Manni, du nach vorne, ich gehe nach sicherer nach hinten ab. Okay, ich muss mal eben das rein. So, dann versuche ich das mal. Warte mal, da. Nicht, dass da einer kommt. Na, keine Sorge, wir passen schon auf dich auf. Weil ich würde nämlich gerne heile hier durch. Nee, das müsste da, da. Und hier nochmal. Hier geht es auch nicht um Schönheit, Leute. Hier geht es nicht um Schönheit. Warte mal, kann ich noch eine dran setzen? Jo, eine geht noch. Der geht nicht mehr, aber da können wir eine Plattenblock setzen. So. Komm ich da schon rüber? Müsste eigentlich gehen, ne? Ah! Kommst du da wieder raus? Scheiße. Du kommst da nicht raus. Warte, ich muss die Blöcke wegnehmen. Scheiße!
Hauptsache, ich falle da jetzt nicht rein. Oh nee. Macht unter mich, halt ihr euch die Füße hier vom Leib. Ja, mach mal bitte. Ich muss hier einmal. Komm, was ist denn jetzt mit dir, Manni? Ja, ich bin erstmal draußen, aber wie gesagt, versuch ob das der richtige Weg ist. Wanderer, setz mal eine Rampe ins Wasser rein. Ja, warte. Oh, das ist ja schwer zu steuern mit diesem großen Tier. Kommst du da irgendwo raus? Ich versuch's gerade. Ich glaube, ich kann hier durchs Wasser gehen. Ja, warte mal, ich muss noch mal hier absteuern. So, dann machen wir da eine. Und dann mache ich da noch eine dazu. So. Ja, gut. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt wartet ihr bitte irgendwo auf mich. Ich möchte gerne mitkommen. Ich sehe hier nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist kein Problem. Ja, du bist unter Wasser auch. Oh Mann, ey, das. Hast du deine Friersuppe? Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Wichtig ist, dass ich jetzt hier rauskomme. Wanderer, hast du eine Rampe angedockt an die. Nee, warte, ich mach das noch. Und hier hat. Warum hast du denn hier jetzt Dinger hingemacht? Spieße. Ja, ich kann doch wegnehmen, warte. Scheiße, egal wie man es macht, das ist immer alles egal. Ich muss mit meinem Duty dahin nicht absteigen, das hat keinen Sinn. So. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Das ist da, nicht wo einfach. Die Spieße hast, mal eine Rampe machen oder so. Ja, ich versuch's ja, warte. Ich muss nur kurz hier. Ich kann hier nicht runter, Moment. Ich muss hier. Ich hänge hier in der Decke sonst. Genau wie eben. Ich komme einfach nicht hoch aus diesem Scheiß hier. Ja, warte, ich gehe rüber, da ist die Decke höher. So. So, jetzt versuch nochmal. Ich werde. Warte, ich muss. Mach eine Treppe dran. Moment. Da. 7. Vielleicht kommst du hier mit einer Treppe raus. 7. Hier ist noch eine. Ach, die geht nicht richtig. Versuch mal, ob du hier hoch kannst. Ich kann nicht tiefer rein, weil sonst habe ich wahrscheinlich ernste Probleme. Ich habe keine Treppe mehr. Scheiße. Ja, ich kann auch hier rauf, glaube ich. Geh die Treppe hoch. Jetzt volle Drehung. Ja, ich war ja gerade da, aber ich komme da nicht hoch. Weil die nicht hüpfen können, die Viecher. Ja, hier ist noch eine Treppe. Wenn ich jetzt hier hoch käme, aber komme ich nicht. Kannst du denn hier hinten auch nicht hoch? Nein, entweder ist da irgendwas im Weg, ich komme hier nicht hoch, obwohl das flach aussieht. Aber die Viecher können ja nicht springen, das ist ja das Problem. Ja, ja. Warte mal, ich versuche mal, ob ich hier. Manni, komm mal hier zu der Treppe hin. Komme. Die muss tiefer oder so. Ich krieg keine mehr angesetzt. Das ist das. Warte mal hier. So, die da wieder raus. Kann ich da aufheben? Ja. Aber wir können keine mehr ansetzen. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ja, warte, bleib da. Bleib da. Ich versuche einen Block da noch hinzusetzen. Und eine Treppe. Moment. Den Block. Und die Treppe. Hier ist jetzt eine Treppe dran. Ja, das Problem ist, du siehst ja nichts. Nee, du musst rückwärts, einmal rückwärts. Ich glaube, du bist schon zu weit unten. Wir können unten keine Treppe mehr ansetzen und dann habe ich auch keine mehr. Hast du noch Treppe? Nee. Ich glaube, wir hätten mehr mitnehmen sollen. Das Problem ist, man kann hier nichts mehr ansetzen. Manni, komm mal hier zur Treppe hin. Ja, ich bin ja da. Kommen ja gerade. Nee, auftauchen. Ja, du bist ja, unten. Ich komme, ich drehe wieder.
Das Problem ist, ich sehe nichts. Ich sehe gar nicht, was ich mache. Ja. Ich sehe die Ego-Perspektive. Ja, genau. V, ne? Ja, oder mit dem Hausrad. Hausrad kannst du, glaube ich, auch. Du musst auf jeden Fall unter den Steinblöcken hervor. Genau, jetzt so, jetzt so 180 Grad drehen. Ja, das weiß ich ja. Hier sehe ich das ja wieder. So. Weg ist bis zu weit, du bist zu weit. Warte, ich kann mal ganz schlecht steuern. Ja, ich kann mal noch nicht steuern, das ist doch das Problem. So, und jetzt versuch mal die Treppe hoch, ja, ja, weiter. Nee, ja. Ich komm mich nicht, ich geh da immer drunter her. Du gehst immer unten drunter, ne? Ja, und das ist für mich keine Treppe, wo ich drauf kann. Wanderer, du hältst jetzt mal die Goschen. Du hörst nur auf mein Kommando. Warte, bleib da, nichts machen. Ich so, pass auf. Jetzt bis bitte ab, Manni. Hm? Absteigen. Ja, komme. Aber dann springt er ins Wasser. Ah, jetzt ist er an Land. So, jetzt müsst du doch das. Kannst du dem folgen lassen? Ui, wenn die da drin sind, ist aber echt. Die kannten den Scheiße. Jo. Das ist zu steil. Die Wände sind dort zu steil. Das sieht dann an manchen Stellen so flach aus, aber du kommst da nicht hoch. Ah. Ich versuche den jetzt gerade mit dem Pokerball hier einzufangen. Ach so. Geht nicht? Das scheint nicht zu gehen. Leider nicht. Er setzt an, aber sobald der Schaden kriegt, bricht er ab. Das ist die Scheiße daran. Da oben kriegt er, glaube ich, keinen Schaden. Da, wo die rote Lootbox ist. Ja, das könnte sein. Da ist es an Land. Oh, da kommst du wieder nicht hin, ne? So, jetzt. Ja, einmal hoch. Ja, das könnte ich davon mal. Da können wir wahrscheinlich auch nichts hinbauen, ne? Geht da nicht hoch, ne? Ach, der kommt nicht raus. Nee, du bist zu tief. Wir kriegen die Treppen nicht tiefer angesetzt. Ich hab auch, warte mal, ich nehme die hier mal raus wieder. Ich weiß nicht, ob ich den abreiße, kann ich nur abreißen. Ups. Soll ich die Steine nochmal wegnehmen oder ich habe keine mehr, nicht mehr so viele? Ja, du stöhnst aber auch, du scheinst auch so verletzt zu sein, ne? So, und jetzt vielleicht, kannst du ihn jetzt aufnehmen? Ja, er kriegt aber zwischendurch immer Schaden. Was ist mit deinem Otter? Den habe ich da jetzt abgelegt, weil der kriegt nämlich auch Schaden und der ist ja nicht so hoch gelevelt. Ja. Der hat nämlich nur noch Hälfte des Lebens. Okay. Vielleicht hätten wir doch ein Schwein mitnehmen sollen. Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Ja, irgendwas passiert auch da hinten mit dem Juti. Aber du kommst nirgends raus, ne? Yeah.
Achso, Wanderer, gibst du mir mal das Essen? Ja, warte. Essen? Die 12 Dinger? Nein, mein normales Fleisch, weil ich habe Hunger. Achso. Beziehungsweise kein Hunger, sondern meine Lebensenergie ist ziemlich runter. Ja, warte, ich schmeiß raus. Stapel halbieren und die Hälfte mir. Ich kann den schon jetzt fallen lassen. So muss ich per Maus. Ey, was bin ich mit rohem Fleisch? Oh. Warte mal. Ja, ja, alles klar. Moment. So. So, fallen lassen. Hast du? Ja. Die Paula geht sich gut. Können wir die denn nicht mit dem Ding jetzt rausholen? Das funktioniert einfach nicht, ne? Mit dem. Probierst du es nochmal? Ja, ich bin jetzt. Wenn die Schaden kriegt, scheint das nicht zu gehen. Ah, jetzt! Oh, cool. Wer ist das, Wilma? So, warte mal, ich geh immer wieder auf meinem Beauty. Wo bist du denn jetzt? Ich bin auf einer Seite. Dich sehe ich, aber ich sehe. Ich bin hinter Wilma. Ach, da. So, ich muss jetzt den Cooldown abwarten, weil wenn ich die jetzt raus fahre, hat sie ja Gefrierbrand. Ja, wo siehst du irgendwo, wo wie lange das dauert? Ne, Gefühlssache. Ach so, okay. Steinplatten kriegen wir hier nicht mehr hin, ne? Eine wenigstens oder zwei. Ja, ich habe keine Treppen mehr. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, mach hier noch eine Platte. Warte mal, vielleicht kriege ich da noch eine Platte zwischen. Nicht, genau, dass da das noch einer zwischenfällt. So ist zu. Und ich mache mal die Treppe. Ach, lass mal, ich will hier nicht bauen. Wird zu gefährlich. Also, ihr Lieben, nur zur Information, ich selber habe mich nicht gespoilert. Ich habe also keine Höhlenvideos hiervon geguckt, weil ich mich wirklich überraschen lassen wollte. Die anderen haben sich, glaube ich, ein bisschen kundig gemacht. Ich hauptsächlich ja. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß aber, wie nur, dass gesagt, wir bestimmte Sachen mitnehmen mussten. Das ist wirklich hier absolutes Neuland für uns. Auch selbst wenn man sich ein bisschen schlau macht, ist die Theorie ist immer ein bisschen anders als die Praxis. Hast du genug Fleisch für das Tier? Ja, ja. Wo muss er denn jetzt wieder hin? Ach, Otter. Was? Nee, Paula, ob sie genug Fleisch hat oder wer war denn das jetzt? Wilma? Sie hat genug Fleisch. Ja, aber sie war doch in dem Käfig da. Ah, nee, warte mal, das ist doch abgeschmissen, ne? Warte mal eben. Genau. Das ist das, was da in der Tüte steht, oder? Nee, warte mal, daneben liegt noch was. Hier liegt dann. Ja, da ist mein Müll, den hatte ich da abgeworfen. Ach, hier ist doch Fleisch, guck mal, hier. Dann pack hier das rein, so. Fleisch rein. Ich habe auch noch Fleisch dabei. Ich hab sonst so. Paula, nein, ich hab ja auch Inventar. Paula, du musst Fleisch haben. So, ich leg 3000 Fleisch rein. Ich hab. Ja, ich hab auch. Mal gerade hier. Ja. So. Alles so viel hätte wie Fleisch. Oh, meine braucht Fleisch. Uiuiui. Nee. Hast du genug Fleisch, Paula? Jetzt gib mir noch mal eins von den Stapeln für meine. Nee, also was ich sagen wollte ist, also die Höhle ist verdammt schwer. Und das ist eine der schwersten Höhlen, die wir überhaupt je gehabt haben. Ja, das kann man nicht anders sagen. Oh, warte mal, die Eier, die können man essen. Ne? So, ein Essigtümer. Da kriegst du jetzt noch ein bisschen mehr Kampfschaden. So, und noch hast du jetzt knapp 9000 Kampfschaden. Das sollte eigentlich für den Duty reichen. Wo seid ihr denn weitergegangen? Manni, leg mal den Rückwärtsgang ein. Ja, bin gerade dabei. Kommen wir da nicht durch? Doch. Ihr sagt mir bitte, ob ihr weitergeht. Ich sehe das von hier aus nicht. Ja, doch, das scheint. Ihr scheint weitergegangen zu sein. Ah ja.
Ja, jetzt hänge ich hier irgendwo fest. Ja, warte mal. So, ah, jetzt hier geht's weiter. Aha, hier sieht's doch gut aus. Hier ist es doch. Oh, das ist doch richtig, oder? Ja. So, ist jetzt hier Wasser? Nehme ich jetzt hier Schaden? Nein. Aber links nimmst du Schaden, ne? Anderer, du bleibst bitte drauf sitzen, ja? Ja, ja, ich bleib hier. Weil wir können ja eh nur zwei nehmen. Kommen wir denn hier überhaupt wieder raus? Das können wir gar nicht drehen, ne? Du müsstest jetzt rückwärts laufen. Okay, das wird jetzt etwas schwierig. Warte mal. Mann, bin ich froh, wenn ich hier wieder draußen bin. Immer schön. Wie beim Auto. Wetten in 20 Zügen. Mit dem Viehmann. Ja, so ungefähr. Wie beim Auto. So, warte mal. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Da muss ich. Oh, ja, muss ich. Warte mal, renn nicht so weit weg. Ich bin jetzt wieder an diesem Ausgang. Wenn jetzt, ja, ja. Wenn jetzt einer hier runterfällt, ist das kein Problem, da müsstest du eigentlich rauskommen können, aber kein Risiko. Das ist wirklich Wechsel in 20 Umdrehungen hier. Also, ich wollte hier die Viecher eigentlich noch fressen. So, da haben wir nämlich noch schön was, aber absteigen traue ich mich hier nicht. Die Decke ist ein bisschen tief. Ja, ich bin nämlich schon wieder unten, scheiße. Was habt ihr denn doch gerade gemacht? Angreifen. Alles auf einmal. Meinst du, das lohnt sich, dass wir warten, bis das wieder spawnt? Nö. Manni, kommst du da raus? Nee, sieht nicht gut aus. Boah, das wäre jetzt schade. Also ich kann auf keinen Fall absteigen, ich bin zu nah unter der Decke. Ja, bleib du da. Ja, ich versuch's. So, bisschen da raus. Ihr seht ihr. Mach mal auf! Ach, jetzt kann ich dir das auch. Kann ich mit dir handeln? Mit dir handeln kann ich nicht, ne? Steig mal ab. Komm mal wieder hier in die Ecke rein und dann absteigen. So. Man das zu Fuß schafft man das doch gar nicht. Nur mit guten Tieren. Also ich habe die Wendung nicht geschafft. Ja, das ist auch schwer. Man muss hin und immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Also wie gesagt, ne, wenden in 20 Zügen oder so. Also ich stehe jetzt hier und warte auf euch, ne? Jo. Das heißt, du bist tot, Manni? Nein, bin ich tot. Noch nicht tot, okay. Noch nicht tot, genau. Nee, andersrum. Nicht wenden, nicht wenden. Nein, nicht wenden. Ach, jetzt gucke ich. Ja, ah, das geht auch. Wenn sich Richtung Wand wendet, geht das. So, ihr müsst. Nur, ich sehe gar nichts mehr. Warte mal, vielleicht so. Ah, so geht das. Super. Ah, doch, geht. Ich kann absteigen. Was haben wir denn da drin? Ach, essen muss ich. Hast du deine Suppe? Ich hab alles. Versuch mal die. Ich glaube, ich friere diesmal gar nicht, aber ich nehme auch kaum Schaden, ne? Das kann natürlich auch mit dem Schaden, den man immer gekriegt hat. Hier, ich weil du deinen, den Dings um den Hals hast. Ach so. Weil du kannst dich jetzt komplett nackig machen, du kriegst keinen, Kälte-Dings. Stehe. Du kriegst den Punkt nicht, dass ihn raus, erwischt, ne? Das ist das Problem im Moment, ja. Da steht. Warte mal. Da geht es nicht weiter. Das scheint echt eine
Kreis von der Höhle. Versuch den Zauber nochmal mit Paula. Paula geht nicht. Tiere gehen nicht. Tiere gehen nicht? Ah, nur wenn Spock drauf sitzt, ne? Genau. Das glaube ich, ja, das könnte versuchen. Ich muss nur mal kurz zu meinem Duty gehen. Ja. Das ist aber auch eine scheiße Ecke hier. So. Paula heißt dein Duty, ne? Sitzt du da? Nicht antworten. Bist du drauf? Ah, Moment, bin draußen. Moment, nichts machen. Ja, okay. Ah, hat funktioniert. Ja, super. Gott sei Dank, mein Gott, nochmal. Danke dir. Gern geschehen. Also, man merkt, Klaus hat Erfahrung mit LKWs. Ja. So. Ist ja mein täglich Brot. Ja. Okay, wie sieht's aus? Na, wir kommen zurück. Ja, ich weiß nicht, wir mussten, glaube ich, wieder. Wir sind links reingegangen, ne? Wir müssen, glaube ich, wieder zu diesem roten. Ich sehe das für mich kaum noch. Ich sehe kaum noch was. Ich gehe mal hier in die Ecke. Da sucht mal jemand an mir vorbei. Ach, ich hänge doch schon wieder hier irgendwo drin. Vorbei. Ja, okay. Ich hänge doch schon wieder hier drin. Scheiße. Hab wieder nichts gesehen. Ich gehe auch mal aus dem Teil hier raus, weil das ist sehr. Die Decke ist so. Das darf doch alles nicht wahr sein. Warte mal. Auf dich komme. Warte mal, Inventar. Nummer 8. So, sind sie alle weg. Mach die scheiß Dinger taugen. Das fing jetzt an. Ach, hier hängt er, hier ist doch kein Problem. Ja, das hast du, da ist er aber auch schon ein paar Mal. Warst du da hoch? Ah, da warst du hochgekommen, ne? Ja, aber auch nicht so richtig gut. Aber letztes Mal hast du es geschafft. Ja, ja, noch ein Stück. Und jetzt rechts, leicht rechts. Ah, nee, hat nicht funktioniert. Ich steig mal wieder auf UD auf. Ja, du hast ihn ja letztes Mal hier rausgeholt, auch mit dem Tower. Genau. Mit der Box, mit dem. Alter, scheiße, was ich schon sollte. Es ist scheiße, wenn du nichts siehst. Ja, die sind einfach auch recht groß. So, jetzt haben wir einen Cooldown erst, ne? Ja. Ach, warte mal, der ist so schwer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach nur hinterher laufe jetzt oder sind die anderen Gegner alle wieder da? Die dürften wahrscheinlich alle wieder nachgespawnt sein inzwischen. Ja, ja, wir haben ja auch nichts weiter hingestellt an Dings. Ich muss mal die Steine rausschmeißen. Ich glaube, ich habe was Falsches rausgeschmissen. Ja, da warten wir den Cooldown ab. Jetzt sind hier keine scheiß tiefen Löcher mehr, glaube ich. Nicht wirklich, nee. Das kostet Nerven. Ich muss doch was essen. Und das Schlimme ist, wir müssen noch mehr Bosse machen und wir müssen hier nochmal rein. Einen müssen wir noch mindestens holen. Also ihr habt... Ich habe festgestellt, also man kriegt das mit dem, also ich mit meiner Wilma komme ja auch alleine durch. Ja, ich kann ja auch mitkommen. Wir müssen nur dann einfach gucken. Nee, also ich habe festgestellt, also wenn wir mit drei Mann, ist das teilweise blöder zu handeln, als wenn du alleine bist. Ja, aber es steht uns immer im Weg, ne? Genau, und dann siehst du nichts, weil du gerade, oder Manni halt ne, mit seinem Dino daneben steht und dann, ja. Das Fischstück frisst er sowieso nicht. So, wie viel Gewicht hat er denn jetzt? Ja, dann müssen wir, muss demnächst noch mal einer hier alleine rein. Der haut da. Kann ich ja dann übernehmen, weil ich kam hier relativ leicht und locker durch. Nimmt den Otter mit, jetzt haben wir es einmal gezeigt, nimmt den Otter mit und kann dann zwei Artefakte tragen. Genau. Ja, stimmt, der kann dann zwei mitnehmen, ne? Ich glaube, der kann sogar mehrere von denselben Artefakten. Ja, das ist kein Problem. Ah ja, das ist doch gut.
Ja, dann wäre das natürlich eine Aufgabe für dich. Ja, ist ja kein Problem. Also ich, ne? Kann man ja machen. Ja, wenn du das magst. So, ihr Lieben, wie es dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, eine halbe Stunde ist schon wieder voll. Ist immer so blöd, wenn wir auf die Uhr gucken müssen, aber es geht ja nicht anders. Also, ihr Lieben, wir dürfen uns einmal von euch verabschieden. Wir sagen Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Gut wäre ein Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive Kritik. Und dafür haben wir euch ganz lieb. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir dann aus dieser gottverdammten Höhle rauskommen. Und es ist ja Gott sei Dank keiner gestorben hier in der Höhle. Es ist aber halt sehr heikel. Also, jetzt sind wir gleich froh, wenn wir dann raus sind und unsere Artefakte wieder zu Hause haben. Also, tschüss. Tschüss. Bye bye.